Ich segel von Neustadt in die Wismarer Bucht und weiter nach Osten in das Salzhaft, nach Rährig. Ich folge den Spuren von Alfred Anders und seinem Roman Sansibar oder Der letzte Grund. Der Wind wehte mit 5 bis 6 Beaufort Windstärken aus Nordost. Genau die Richtung, in die ich fahren musste. Das stellte für mich eine kleine Herausforderung dar. Aber genau dazu sind Herausforderungen ja da, um angenommen zu werden. Die Biede, Wind und ich freuten sich, nach der langen Winterpause wieder mal ordentlich aufkreuzen zu dürfen. Folge mir in die wunderschöne Naturlandschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Erlebe die Insel Pöhl, das Salzhaff und die alte Hansestadt Wismar. Seit den Vorkommnissen im Mai 2020 ist eine Rassismusdiskussion im vollen Gange. Aber wenn wir mit dem Finger ins Ausland zeigen, zeigen drei Finger auf uns. Und ich frage mich, wie kann ein tausendjähriges Reich Angst vor einem lesenden Klosterschüler haben. An alle Seefunkstellen. All Ships. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Hier ist Delta Papa 07 Seefunk mit den Kurzsee-Wetterberichten in deutscher anschließenden englischer Sprache. Für heute den 14. Juni 2020. Deutsche Ostseeküste. Starkwindwarnungen Ost bis Nordost 5 bis 6. Dabei Böen von 7 Beaufort. Sonntagmorgen gegen 12, nachdem ich den Seewetterbericht abgehört hatte, machte ich mich auf den Weg. Im Hafen war noch ziemliche Flaute, aber aufgrund des Wetterberichtes ahnte ich schon, dass draußen außerhalb des Schutzes bald ordentlich Seegang und Wind sein wird. Ich legte schon die Segeljacke und die Schwimmweste bereit. Ich hatte mir überlegt, dass ich eine kurze Einführung zu meiner Tour unter Segeln geben werde. Aber der Wind frischte so schnell auf außerhalb der Landabdeckung von Pelzerhagen, dass man überhaupt kein einziges Wort verstehen konnte. Ich werde daher die Einführung offline bringen. Da die Fahrt nach Pöhl doch recht lange dauert und vielleicht langweilig werden könnte, ist es jetzt an der Zeit, einige Informationen zu dem Buch Sansibar oder Der letzte Grund von Alfred Anders zu geben. Wikipedia liefert die folgende Inhaltsangabe. Im Herbst 1937 kommen der kommunistische Funktionär Gregor mit einem Auftrag zur illegaler politischen Arbeit und die Jüdin Judith, die aufgrund der Nürnberger Rassengesetze auf der Flucht ist, in die kleine Ostseehafenstadt Rährig. In diesem Ort verbindet sich ihr Schicksal mit dem des Fischers Knutzen und dessen Schiffsjungen, sowie dem Schicksal des Fahrers Hillander. Der Geistliche möchte die von den Nationalsozialisten als entartete Kunst kategorisierte und daher bedrohte Holzskulptur der lesende Klosterschüler retten. Und der Fischer Knutzen soll die Figur mit seinem Schiff nach Schweden bringen. Im weiteren Verlauf stellt sich dann heraus, dass nicht nur der Klosterschüler nach Schweden soll, sondern auch Gregor und Judith wollen nach Schweden fliehen und selbst der Junge möchte Rährig verlassen
und träumt von einem Abenteuer in Schweden. Der Junge ist 15 Jahre alt und wie alle Jungen in diesem Alter, las er Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Er träumte davon, ähnlich wie Huckleberry Finn, mit einem Kanu auf dem Mississippi zu entfliehen. Nur, dass es auf der Ostsee keine Kanus gab, sondern nur olle Fischerkähne. Für den Jungen war klar, er wollte aus Rerik abhauen. Aber abhauen alleine reicht nicht, man muss auch wissen, wohin. Er wollte es nicht so machen wie sein Vater, der immer nur ziellos auf die offene See gefahren ist und dann immer wieder heimkehren musste. Nein, dachte der Junge, wegfahren alleine reicht nicht. Man muss hinter der offenen See auch auf Land treffen, erst dann ist man wirklich frei. Immer wenn Sturm aufkam, trug Knutzen dem Jungen auf, das Boot klar zu machen und alles festzuzurren. Aber der Junge dachte nur, pah, Sturm. Der Einzige, der bei Sturm wirklich ausgelaufen ist, war Vater. Aber die Fischer, die laufen bei dem geringsten Sturm, ab Windstärke 7, schon sofort unter Land. Nee, ein Sturm kann uns hier nicht passieren. Die Wettervorhersage hat tatsächlich exakt gestimmt. Mittags gegen 12 legte ich bei 4 bis 5 Windstärken ab und als ich die Insel Pöhl abends gegen 6 erreichte, hat es bis auf 7 Windstärken aufgefrischt. Ich hatte Reff 2 eingeschlagen und Genua eingekürzt und nach der langen Mittagpause brachte es mal wieder richtig Spaß mit der Biedewind gegen anzukreuzen. Und ich fühlte mich auf diesem alten Langkieler sicher wie in Abrahams Schoß. Und dann war bald der kleine Ort Timmendorf erreicht auf der Insel Pöhl. Diesen kleinen Hafen lasse ich kein Jahr aus. Ich laufe ihn besonders gerne an. Zum einen, weil er mit 5 Stunden Entfernung günstig zu erreichen ist. Zum anderen, weil er einfach herrlich liegt, direkt am Strand mit seiner Mole und weil es dort ein ganz leckeres Fischrestaurant gibt mit meiner Lieblingsbedienung. Man würde sie vielleicht eine Kotterschnut nennen. Sie spricht immer frei von der Leber weg und ist nichts für Leute, die ihr Sektglas mit abgespreizten Finger trinken. Aber für mich ist sie genau richtig. Sie trägt das Herz am rechten Fleck. Und der Fisch dort ist einfach nur lecker. Ein weiterer Grund, Timmendorf auf Pöhl anzulaufen, sind die abendlichen Sonnenuntergänge. Nicht nur ich sitze dort und schaue zu am Steg, wie die Sonne im Meer versinkt, sondern eine ganze Schar von Sonnenanbetern trifft sich dort jeden Abend. Cool, oder? Nach dem Sonnenuntergang schaue ich dann noch eine ganze Weile dem grün und rot blinkenden Tonnen zu, die das Fahrwasser nach Wismar markieren. Nach dem letzten Absacker beruhigt mich dann der Leuchtturm von Pöhl und müde und träge krabbel ich in meine Koje auf die Biedewind. Astreines Wetter nach dem Hack gestern.
Scheint heute die Sonne. Ruhige See. Vielleicht drei Windstärken. Ein Segler nach dem anderen legt jetzt gerade ab. Bis 8:30 Uhr. Ich will frühstücken. Während ein Segler nach dem anderen sich fertig macht und ablegt, beobachte ich noch den Tonnenleger, der eine Boje birgt. Anschließend spreche ich mit meinem am Abend zuvor kennengelernten neuen Bootsnachbarn Guido. Guido will mit seinem kleinen, offenen Kutter nach Rügen segeln und wenn der Wind günstig steht und er sich traut, eventuell auch nach Bornholm und rüber bis ganz nach Schweden. Ich bin sehr gespannt, wie seine Reise endet und verfolge ihm weiter auf Instagram. Immer nett, neue Bekanntschaften zu machen. Ist ja auch das Motto des Jahres 2020 für mich. Ich habe es dann immer noch nicht eilig, sondern beschließe, noch ein bisschen über Pöhl spazieren zu gehen und die Drohne nochmal fliegen zu lassen, um euch ein paar schöne Aufnahmen von der Insel und dem kleinen Hafen zu bringen. Gerade habe ich den süßen kleinen Hafen Timmendorf auf Pöhl verlassen, laufe jetzt unter Maschine Richtung Salzhaft, hat Nordost, 4 Windstärken gegen an, Segel setzen lohnt nicht. Ja, hier habe ich doch die Maschine ausgemacht, Genua gesetzt, läuft einfach viel besser, entspannter und ruhiger. Mach ein klein bisschen größeren Bogen über die Ostsee und dann kann ich nur unter Genua gut den Kurs halten, der anliegen muss. Bis in die kleine Meeresenge komme ich dann so auf jeden Fall rein und dann schaue ich mal ein bisschen. Bei der Passage zwischen der Halbinsel Wustrow und Werder gilt es umsichtig zwischen der sehr flachen Kielung zu navigieren. Diese ist teilweise nur einen halben Meter tief. Ansonsten läuft man vorrätig auf Grund. Die Anfahrt nach Rerik durch das Salzhaff verlief unter Maschine. Der Wind kam genau von vorne auf die Nase und so stellte ich den Autopiloten an und folgte dem ellenlangen Tonnenstrich, der die Untiefen links und rechts der Wiedewind markierten. Auf der Halbinsel Wustrow, die jetzt unter Naturschutz steht, waren früher Flakstellungen installiert
und auch zu Zeiten der DDR war dort noch Militär untergebracht. Na, wer sagt's denn? Die Biedewind ist gut in Rerik angekommen. Ja, nun gilt es, die Stadt zu entdecken. Was es denn mit dieser Stadt so Besonderes auf sich hat und wie sie hier im Salzhaft gelegen ist. Zumindest die Biedewind liegt schon mal sehr gut verteut im wunderbaren Hafen von Rerik. Rerik, das früher Altgraz hieß. Rerik liegt auf der einen Seite am Salzhaft und auf der anderen Seite an der freien Ostsee. Es hat sich zu einem touristischen Magneten entwickelt, in dem man wunderbar Familienurlaub mit ellenlangen Stränden machen kann. Von der kriegerischen Vergangenheit ist zum Glück nichts mehr übergeblieben. Das Rerik aus Alfred Anders Buch liegt am Salzhaff, besitzt allerdings einen großen Handelshafen, der hier nicht zu finden ist, sondern in Wismar. Die beiden Städte sind einfach in dem Buch zusammengesetzt worden. Für den Jungen war klar, dass er aus Rerik weg musste. Hierfür gab es drei Gründe. Der erste Grund war ganz offensichtlich. In Rerik war nichts los. Genau genommen war hier gar nichts los, aus Sicht des Jungen. Er würde hier versauern. Eine zentrale Figur stellt der lesende Klosterschüler von Ernst Barlach, der dieses Jahr seinen 150. Geburtstag feiern würde, dar. Der Klosterschüler liest ein Buch. Er liest es und er denkt drüber nach. Er ist ein Freigeist. Er liest, du sollst nicht töten, du sollst deinen Nächsten lieben. Du kannst es in jedem Buch, in jeder Weltreligion lesen. Und darum ist er so gefährlich. Der Junge fand die Fischerei mit Knunzen langweilig, weil er nie hinausfuhr auf die offene See. So wie sein Vater. Aber der ist auch auf der offenen See ertrunken. Die Leute sagen, er sei ertrunken, weil er besoffen war. Dafür hasste er die Leute. Und das war der zweite Grund, warum er aus Rerik weg musste. Weil er die Leute hasste.
geht's von Rährig nach Wismar, zurück durch Salzhaf. Jetzt bei totaler Windstille, strahlendem Sonnenschein. Es ist morgens 9:30 Uhr. Schön in die Wismarer Bucht rein. Ich vermute mal nicht kreuzen, sondern unter Motor. Und dann die alte Hansestadt erkunden. Der Junge hat beim Fischer Knutzen alles gelernt, was man benötigte, um das Boot führen zu können, Karten zu lesen und zu navigieren. Aber wie alle jungen Menschen fühlte er sich unterfordert und von den Älteren gegängelt. Und er ärgerte sich, dass ihm nicht der dritte Grund einfiel, warum er von Rährig weg wollte. Pfarrer Helander war Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg und hatte eine Verletzung, dessen Wunde sich wieder entzündete und er wusste, er würde bald sterben. Aber er wollte den lesenden Klosterschüler noch vor den Nazis retten und er versuchte, den Fischer Knutzen zu überreden, diesen nach Schweden zu bringen. Gregor, der ebenfalls nach Schweden fliehen wollte, erkannte sofort, warum jemand, der so liest, eine Gefahr für die anderen sein würde. Gregor bemerkte Judith und erkannte, dass sie eine Jüdin ist. Und er verstand, jetzt sind wir schon drei. Erst will ich fliehen, dann der Klosterschüler und jetzt auch diese Jüdin. So ist das mit Diktaturen und ähnlichen Verhältnissen. Die Menschen müssen fliehen, übers Wasser, sei es das Mittelmeer, sei es die Ostsee, sei es sonst wo. Judith war ein junges Mädchen aus gutbürgerlichem Haus, eine Jüdin. Kurz vor ihrem Freitod hatte ihre Mutter Judith gedrängt, zu fliehen, mit einem Schiff nach Schweden. Sie sollte nicht von Kiel, Travemünde oder Rostock ausfahren, weil das von den Nazis schon überwacht wurde, sondern sie sollte nach Rährig gehen, einem kleinen Ort, an den niemand denken würde. Dort würde sie ein schwedisches Schiff finden. Diktatoren und totalitäre Systeme perfektionieren die Überwachung. So war es auch schon damals. Der Wirt im Wappen von Wismar verlangte von Judith den Personalausweis, da dieser abends von der Polizei eingesehen werden würde. Judith wusste, dass dann ihre Flucht zu Ende sein würde und suchte heftig nach einem Ausweg. Sie musste bis zum Abend einen Dampfer gefunden haben. Oder aber sie würde auf das unmoralische Angebot des Wirtes eingehen, der dann auf einen Ausweis verzichten würde. Diese Angst und das Misstrauen gegen Andersdenkende, Fremde oder Ausländer ist vermutlich ein ganz, ganz altes, tief verwurzeltes Prinzip in uns Menschen, das noch aus der Zeit kommt, als die Sippe oder der Clan unser Zusammenleben beherrschte. Inzwischen haben wir diesen bösen Geistern etwas entgegenzusetzen.
Und das ist die Zivilisation mit ihren Grundwerten, mit ihrer Kultur, ihrer Bildung, mit ihrer Gastfreundschaft. Watch how we do with the drunken sailor, watch how we do with the drunken sailor, watch how we do with the drunken sailor. Beim Blick auf die Landkarte wurde dem Jungen klar, warum er Rerik verlassen musste. Es gab Amerika, den Mississippi, den Südpol, den Nordpol, die Mongolei, Sansibar. Ja, das waren die Gründe, Rerik zu verlassen. Erstens, weil in Rerik nichts los war. Zweitens, weil Rerik seinen Vater getötet hatte. Und drittens, weil es Sansibar gab. Sansibar oder der letzte Grund. Als Segler weiß ich, alle Menschen sind Ausländer und Fremde. Fast überall.